Aber Leute, Josh hier, nachdem wir mal die Schwierigkeit ein wenig verändert haben, stellen für uns die Gegner typisch kein Problem mehr da eigentlich, so ziemlich, würde ich sagen. Und ja, deswegen... Hab's vernommen, Sir. Ja. Machen wir einmal einen auf Kartenoverflow und dann... Zack. Läuft das. Jetzt geht's rund. So, hier, deine Nuklearrakete ist am Start. Machen wir in die Basis wird angegriffen. So, der eine WWF geht heilen. So, ich glaube, jetzt geht's. Also, moderat schafft selbst ich. Das ist unglaublich, aber egal. Ja, komm hier auf, umzufliegen. Dich mag keiner. Deine Mutter wurde nicht geliebt, Alter. Komm schon, Jimmy. Wir müssen noch ein paar Köpfe einschlagen. Verstanden. Okay. Es geht aber auf jeden Fall schon mal besser als letztens noch. Und ja, dann würde ich mal sagen. Nicht genügend Mineralien. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So, da haben wir ja schon ordentlich Vorarbeit geleistet. Ich kümmere mich drum. Geht auf. Selbstverständlich. Oh, jetzt haben wir wieder ein Problem. Da, das Ding kann nämlich keine... kann nur Bodeneinheiten angreifen. Mann. Ich habe nicht genügend für Raumjäger. Ich bin mal wieder total verhuddelt. Nicht genügend Mineralien. Ja. Verbündeten werden angegriffen. Ja. Ich hab's gesehen. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Hört, du was das bezweifle ich gar nicht. So. Puff. Puff. Geh down, geh down. Gedenke, gedenke. Wie sehr gedenkst du zum Gedenken? Keine Ahnung. Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich habe nur leider kein Kaugummi. Ja. Banshees! Warum hat er nur Banshees? Er hat Banshees, ich fühle mich hintergangen. Das Banshee-Lied, gesungen von eurem Yoshi. Das Banshee-Lied, das Banshee-Lied, das Banshee-Lied. Das wird dir noch viel mehr wehtun als mir. Das Banshee-Lied. Das Banshee-Banshee-Lied. Meldebereitschaft. Das Banshee-Lied. Das Banshee-Banshee-Lied. The Banshee-Song. Vielleicht hat der Sträfling am Ende doch seinen Nutzen. Hier komm ich! 3 von 5 Basen haben wir schon? Och, gut. Ach, Mann. Weißt du, ich glaube, ich nehme mir noch eine Auszeit. Schick mir in der Zwischenzeit doch noch Verstärkung, Jimmy. Commander. Das ist sehr gut. Roger. Werde ich auch glatt in Anspruch nehmen. Zielvektor erfasst. Maximaler Schub. Koordinaten empfangen. So. Machen wir das mal so. Erstmal hier den dahin legen. So in etwa. Dann noch ein. Meldebereitschaft. Und wenn ihr gleich schon dabei seid, können wir direkt schon das nächste.
Puff. Alter. Aber sowas von mal Puff, ne? So. Meinst du, diese Weicheier liefern uns diesmal sowas wie einen Kampf? Ich bin bisher noch nicht mal ins Schwitzen gekommen. Ja, diesmal haben wir auch vernünftig hingestellt. Nicht genügend Mineralien. Das Banshee Lied. Es ist ein Banshee-Song. Such a Banshee-Song. Der performt hier Tricks, ja, und wir, und ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ja doch, ich habe auf die Uhr geguckt, aber ich habe natürlich nicht die Stoppuhr gestellt. Losgeladen und geil. Die und die, dann wackel mal. Soll ich ballern, Sir? Und BBF einsatzbereit. The Banshee Song. Los geht's. Ich komm jetzt erst richtig in Schwung. The Banshee Song. Fake APM. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Wir lassen uns treiben. Alles klar, ewig Freude. Mann, und den altbekannten. Ey, Mann, ich hab einen Ohrwurm. So einen Ohrwurm. Maximaler Zug. Zielvektor erfasst. Ziel erfasst. Zielsysteme ausgerichtet. Roger, Angriffsformation. So. Jetzt müssen wir es doch langsam mal haben. Zielsysteme ausgerichtet. Ziel erfasst. Zielsysteme ausgerichtet. So, verteidigen, verteidigen. Wir haben doch eine Basis zerstört gerade. What? Ach, das war keine Base. Och, Mann, da habe ich doch so schön Rohstoffe für gefarmt. Och, nö. Alter, das musst du überstehen. Ich habe mir so viel Mühe dafür gegeben. So, der erobert die quasi im Alleingang. Ach, das ist der Loki. Willst du was hier fahren? Der kratzt den quasi gar nicht. Plupp. Ach so, unsere Gegner sind alle von. Ah, nee, das ist Liga und das ist Loki. Und was ist der Unterschied? Ah, okay. Einsatzbereit. Ich dachte, ich komme mal vorbei, kaue Kaugummi und trete ein paar Leuten in den Arsch. Ich hab nur leider keinen Kaugummi. Upsala. Noch 1500 ungefähr. Das sollte erreichen. Ach, verdammt. Ach. Die geile Idee kommt Teig ist natürlich nicht. Ach, das ist ein riesiges Feindding. So. Wo kommt der Jäger hin? Der kommt da hin. Okay. Gedenke. So. Dann, du schaffst das ja erstmal ohne uns. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich kümmere mich drum. Deswegen geht der auch gerade hier total. Das wird schwierig. Ich orte schwere Kreuze in der nächsten Basis. Der Odin hat keine besonders gute Luftabwehr. Ja, toll, super. Wenn wir genügend haben, können wir uns um die schweren Kreuzer kümmern. Das hat Spaß gemacht. Keine Sorge, alter Kumpel. Ich lass dir ein bisschen Zeit, um aufzuholen. Komm schon, bitte irgendwie erobern, bitte irgendwie. Wir haben wirklich an alles gedacht. Entschuldigt mich mal gerade. Was macht der jetzt schon wieder? BBF einsatzbereit. Macht der irgendwie, keine Ahnung, einen auf Schwubbel und Wubbel oder was? Ach du Heilige. Im Standby. Angriffsformation. Roger.
Ach, das ist ein Viking. A Viking thing thing. This is just a Viking thing. Oh, schade, ich könnte diesen Loki bekommen. Ich hätte den gern bekommen. Ach so, den hätte ich zerstören müssen. Oh, okay. Dann will ich ihn ja vielleicht auch nicht. Zerstört die Base. The Base. The fucking Base. Nicht genügend. Das war gut. Seid ihr schon bereit? So. Was wichtig jetzt? Jawohl! Warten! Erstmal können wir Gas einstellen, denke ich mal. So. So, wir brauchen erstmal welche, die Lufteinheiten auch noch angreifen können, so zusätzlich. Weißt du, so als Goodie. Als Goodie. Und, ja. Perfekt, ich weiß, wann ich aufhören muss. Ich hab noch genügend Zeit für euch alle. Yoshi ist für alle da. Ob klein und groß und tralala. Meldebereitschaft. Ich würde jetzt gerne Krone boosten, also sozusagen Zeitschleifen, Ausführung. So ein bisschen. Ich hoffe, du hörst mich, Jimmy, denn ich mach mich jetzt zur letzten Basis auf. Alter, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Tu mir den Gefallen. Einsatzbereit. Koordinaten empfangen. Ach, nö. Maximaler Schub. Ach, nö. Komm schon los. Rubbel los, oder so. Ich höre, Commander. Heizen Sie ihn ein. Ziel erfasst. Komm schon, los, los, los! Ach, komm, komm, komm! Ja, komm, komm, komm! Ja! Du hast es noch geschafft, ja! Haha! Macht ihn down! Make you down the down! Down! I love this shit! Wow! Wir sind am Arsch! Ach doch, der kann ja doch an. Dings irgendwie angreifen, keine Ahnung wie, aber egal, er kann's. Und das zählt für mich gerade. Boah! Puff, komm, mach bumm. Mit im. Ach. Es ist mir nach Hause gefolgt. Boom, Baby. Ja komm, jetzt mach ihn platt. Mach ihn platt. Ja komm. Hallo, mein kleiner Freund. Wie konnte ich denn bitte einen Knopf mit einem Totenschädel darauf übersehen? Oh, Baby. Auf dich wartet eine Welt voller Schmerzen. Halleluja. Halleluja. Atomisiert. Ausgezeichnet. Nun, da der Odin gesichert wurde, können wir gegen den UNN-Komplex auf Korhal losschlagen und unsere Übertragung senden. Hey, kannst du mich hören, Captain? Nächstes Mal hast du hoffentlich ein bisschen mehr Vertrauen in den alten Tykes, wenn es darum geht, Chaos zu verursachen. Das ist doch so ziemlich alles, wobei ich vollstes Vertrauen in dich habe, Tykes. So, 120.000 haben wir bekommen dafür. Haben wir letztendlich doch nur 20 Minuten gebraucht. Das regt mich gerade auf. Naja, Cutscene wahrscheinlich gleich. Dann bin ich nämlich auch wieder still. So, ja, also ich spiele jetzt komplett auf moderat das Spiel durch. Das ist mir zu heikel, dann zu komplett zu fehlen und dann über Parts in einer Mission zu stecken. Das ist für euch langweilig, für mich langweilig. Dann kommen wir nicht weiter und das bringt keine was. Jetzt hat er ja letztendlich alleine das Ganze machen können. Klar, ich weiß, ich bin feige und so, bla 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 bla. Weiß ich schon, das braucht mich nicht zu erklären. Weiß ich schon.
Du hast da draußen echt gut gekämpft, Trikers. Deine Zeit im Tiefkühler hat deinen Reflexen kein bisschen geschadet. Tja, Angst und Gewalt haben schon immer das Beste aus mir herausgeholt. Ich muss zugeben, wir waren schon immer ein gutes Team. Naja, zumindest bis ich in den Knast musste und du rechtschaffen geworden bist. Stimmt. So, da sind wir tatsächlich auch schon wieder. So, wollen wir Nachrichten gucken? Nein, wir wollen keine Nachrichten gucken. Wir wollen direkt auf die Brücke. Ja, tatsächlich Brücke. So, und ich hoffe jetzt, dass endlich mal Redstone 3 raus ist, weil ich will das nicht spielen. Ich will nicht. Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Anscheinend. Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Okay, retten wir nochmal die Erde. So, moderat. Aber jetzt ist jeder. So, ich werde ja. Wir sind fast bei Haven angekommen, Sir. Haben aber immer noch keinen Kontakt mit. Sir, eine Flotte der Protoss befindet sich im Orbit. Sie stören jegliche Kommunikation mit der Oberfläche. Und es scheint, dass sie ihre Hauptwaffensysteme aktivieren. Jim, du musst sie aufhalten. Matt, öffne einen Kanal zu den Protoss. Wollen doch mal sehen, wie es bei denen heute mit Diplomatie aussieht. Entaro Tassada, James Rayner. Ich bin Exekutorin Selendis. Eure Tapferkeit und die Dienste, die ihr Ajur erwiesen habt, sind uns wohl bekannt. Entaro Tassada, Selendis. Hör mal, bei allem Respekt, aber eure Flotte muss sich zurückziehen. Die Menschen auf Haven stellen keine Gefahr für euch dar. Unsere Beobachter haben bei den Kolonisten eine Infektion mit Zerg-Sporen entdeckt. Eine Reinigung muss vollzogen werden. Solltet ihr wünschen, diese Aufgabe an unserer Stelle zu übernehmen, so werden wir dies erlauben. Jim, ein paar meiner Leute mögen befallen sein, aber du kannst doch nicht zulassen, dass die Protoss sie alle auslöschen. Ich weiß, ich werde ein Heilmittel finden, wenn du die Protoss nur aufhalten kannst. Die einzige Heilung einer Zerg-Verseuchung ist die reinigende Kraft des Feuers. Ihr wisst, dass das wahr ist, James Rayner. Ich kann sie heilen, Jim. Glaub mir. Solltet ihr euch uns entgegenstellen, werden wir uns in einer glorreichen Schlacht begegnen. Es liegt bei euch, James Rayner. Wir erwarten eure Antwort. So. Das ist natürlich die Frage. Wollen wir die Kolonie beschützen oder die Kolonie säubern? Naja, das und mehr seht ihr in den nächsten Parts von StarCraft 2. Salve Leute, Yoshi hier. Ihr habt mich letzte Folge mit der Entscheidung allein gelassen, soll ich die Kolonie säubern oder soll ich sie beschützen? Naja, Dr. Hansen liebt mich ja schon sehr und ich würde ja schon gerne was mit dem Protoss machen und ja. Ich meine, Zergforschung. Ich säubere die Kolonie. Ich bin pro Protoss sozusagen. Sie wird mich da verhassen, aber sorry, tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Ariel. Aber die Exekutorin hat recht. Glaub mir, die hätten sich nicht die Mühe gemacht, hierher zu kommen, wenn die Daten nicht eindeutig gewesen wären. Ruf deine Flotte zurück, Selendis. Das ist eine terranische Angelegenheit. Ich werde mich selbst drum kümmern. Was? Das kann nicht sein! Ich hätte mehr von dir erwartet, Jim. Ariel. Wenn es ein Heilmittel gäbe, hättest du es mittlerweile schon gefunden. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist, der Sache ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Das kann ich einfach nicht akzeptieren. Jeder einzelne meiner Leute kann gerettet werden. Ich stehe kurz davor, ein Heilmittel zu finden. Das weiß ich. Eure Entscheidung ehrt euch, James Rayner. Ihr wart von jeher ein wahrer Freund der Protoss. Auch wenn diese Aufgabe euch schmerzen wird, auf diese Weise rettet ihr viele andere Leben. Wir haben für die Jungs mehr als einmal alles riskiert. Aber diesmal gibt es nur einen Weg, wie wir ihnen helfen können. So viele wie möglich retten und die übrigen erledigen. Ich weiß, dass das eine Sauerei ist, aber
Nur wenn wir die verseuchten Siedlungen ausräuchern, können wir verhindern, dass der ganze verdammte Planet überrannt wird. Nichts, was man mit einem kleinen Feuer nicht regeln könnte. Ist nur ein ganz schön großes Gebiet. Wir haben nicht genug Truppen, um überall gleichzeitig zu sein.